Ja, ihr könnt dann den Weg wieder zurück antreten, wieder dann nach oben gehen, rennen. Rafim, würfel mal Sinn, Schärfeprobe. Sorry, ich hab ich dich missverstanden. Ja, bist du eine Sinnschärfe? Zwei. Zwei. Ja, du merkst wohl, wie du wohl in irgendeinen Zettel reingetreten bist, der jetzt gerade unter deinem Schuh klebt. So ein bisschen matschig, so ein bisschen aufgeweicht. Ja, hast du wohl, bist du irgendwie reingetreten. Vor dem Fenster war jetzt auch ein bisschen Chaos. Du kannst also wie einige Bücher sehen, die da rausgeweht worden sind, die da jetzt im Matsch und im Schlamm liegen und jetzt vom Regen so ein bisschen aufgeweicht werden. Ja, die Flamme, die da jetzt rausstiebt, die ist wohl auch gar nicht mehr so groß, hat sich dann also von selbst da tatsächlich beruhigt. Aber ja, so könnt ihr dann nach oben drehen und wenn Rafim gerade da auf diesem Teppich steht, ihr könnt da sehen, dass er da wohl irgendwie so ein Zettel unterm Schuh hat. Ja, ich zieh das mal von meinem Schuh drunter weg. Steht da irgendwas drauf? Ja, ein paar Symbole kannst du nicht lesen, also ist kein Thulamidisch oder kein Garedisch, das kannst du erkennen. Irma, kannst du das lesen? Was ist denn da? Ein Zettel, weiß ich nicht. Das weiß ich doch auch nicht. Zeig dir mal. Ich geb den Zettel Irma. Irgendwas soll immer in den Zettel an. Ja, das ist auf alle Fälle Zayat. Das sieht aus wie Zayat-Zeichen, können das sein? Jetzt was nochmal Zayat, diese magische Ja, Sprache. genau, dass das diese Sprache und dann diese dämonische Sachen häufig aufschreibt. Und was steht da? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss das erstmal. Ich glaube, wenn ich dann jetzt frage, ob die mir einen Zettel geben, rasten die aus. Tja, was habt ihr vielleicht irgendwie irgendwas zum Zeichnen da, womit ich hier ein paar Z Symbole aufzeichnen kann, damit ich hier gucken kann, was hier was ist auf dem Zettel, der ist etwas durchnässt und die Zeichen verlaufen. Ja, natürlich, Moment. Ich gebe ihm dann ja so ein kleines gebundenes Buch, eine Feder, einen kleinen Tintenfass. Vielen, vielen Dank. Immer setzt sich direkt im Schneidersitz da in diesem Raum hin an die Seite, wo die anderen vielleicht jetzt gerade noch irgendwelche Dinge tun, in dieser Akademie, und fängt an, sozusagen erstmal die Symbole aufzuzeichnen, damit sie nicht verloren gehen und nicht noch weiter verlaufen auf dem Pergament, was ja durchnässt ist. Oder zumindest nass ist. Ja, setz dich neben die, ja, auf den Boden, vor dir irgendwo kannst du noch sehen, wie da wohl ein Mensch, ja, an die Wand genagelt ist und da wohl so ein paar Gedärme im Raum rumliegen. Abel, mir kommt gerade wieder aus dem Raum raus, hast da ja viele Durchsuchungen angestellt, aber du hast die Skizze zumindest nicht gefunden, beziehungsweise diesen Plan, der sich wandelt, der ist wohl weg, hat Tox ist wahrscheinlich geklaut. Kommst dann wieder zurück in den Raum und kannst sehen, wie die anderen da sind. Was ist hier geschehen? Prischia wurde angegriffen von Toxis. Er ließ wohl einige Borberat-Moskitos frei. Und Was diese ist das schon wieder? eine niederhöllische Schöpfung vom Dämonenmeister selber. Sie saugen Erinnerungen und Gedanken auf und rauben sie Erinnerung? die Erinnerung. Sie rauben sie direkt aus dem Gedächtnis des Opfers. Also ist jetzt wie ein Kind oder ich wie weiß können nicht, wir wie das schlimm vorstellen? ich Das weiß wissen nicht, wir wie noch schlimm sie nicht. betroffen ist. Ich fürchte das Schlimmste. Wir müssen sie auf der Stelle zu einem Bohren geweihten bringen. Vielleicht hilft der Stab, sagt immer das Geist ist abwesend und kristallt weiter in dem Buch. Ja, eine wunderbare Idee. Rafim, hast du ihn dabei? Ja, ich nehme mal den Stab und drücke ihn ihr den mal also an die Stirn. Ja, also du merkst, dass sie wohl bei Bewusstsein ist, aber ihre Augen sehen sehr unheimlich aus, wenn sie da immer noch nach oben gedreht sind. Rabbelt irgendwas. Wirkt tatsächlich auf dich wie so ein kleines Kind. Hat der Stab irgendeinen Effekt? Nein, gar nicht. Na, der Stab kann nur Erinnerungen nehmen und geben und wir haben ihre Erinnerung nicht, oder? Die sind gespeichert in den Insekten, fürchte ich. Oder ich weiß es nicht, was genau mit diesen Erinnerungen passiert. Rafim, versuch es. Wo sind die Insekten? Tot. Das ist schlecht, glaube ich. Brennt der Wir Romagie? wissen nicht genau, was mit den Erinnerungen passiert. Boah, Sie Moskitos sind.
zu Zeiten der Magierkrieger geschaffen worden. Sie sind, wenn man so will, Chimären. Die Erinnerungen, die sie rauben, sind sowas wie Nahrung. Sie werden umgewandelt und sind dann einfach weg. Vielleicht könnt ihr die Leiber der toten Viecher benutzen, um irgendwas Alchemistisches damit zu machen, um ihr einen Teil ihrer Erinnerung zurückzugeben. Nun, vielleicht sollten wir diese Dinger einsammeln. Wer weiß, was man damit noch anstellen kann. Ich würde mich nochmal nach einem Gefäß umgucken oder ein Tuch oder irgendwas, keine Ahnung. Und diese Dinger, diese Moskitos, vorsichtig in dieses Tuch einsammeln, die noch existent sind zumindest. Ja, du suchst ein bisschen in der Akademie, kannst dann zwei Räume weiter gucken und würdest dann einen Vorratsschrank finden und wirst dann zurück in den Raum. Kannst du noch sehen, wie der Vorhang so ein bisschen kokelt, wirklich brennen tut's da nicht mehr. Und suchst dann so ein paar Moskitos, kannst sie dann aber allesamt an die Wand gedrückt sehen, teilweise auch an die geborstene Fensterscheibe, wie es da so ein bisschen grünlich oder auch rötlich glitzert und sind tatsächlich gegen die Wand gedrückt worden und dort dann zerquetscht. Also musst dann tatsächlich mit sowas wie einem kleinen Spechtelchen oder sowas dann die von der Wand kratzen und dann langsam die zerdrückten Insekten dann in so ein Glas füllen. Ja, würde ich machen mit so einem Brieföffner oder was, abkratzen und die dann sozusagen im Einmachglas sozusagen reinpacken. Wir sollten die Karte suchen. Die muss hier irgendwo sein. Die Karte der Festung. Sie ist weg. Natürlich ist sie weg. Ja, ich beginne mal den Raum zu durchsuchen. Alles, was relevant dafür ist, was wir jetzt gerade vorhaben. Ach, wir müssen der Frau sofort helfen. Sie muss entweder im Boron-Tempel oder zu einem Geweihten. Ja, Iserun, würfel mal eine Probe auf Zayat. Das ist natürlich auch sowas wie Sinnschärfe fragen, aber das ist nicht so schön wie Zayat. Bei Verschiedenes sind da die Sprachen. Ach ja, endlich. Gut aus. Ja, du kannst so ein bisschen planlos stolperst du umher und kannst dann sehen. Ömer sitzt vor dir auf dem Boden, zeichnet da gerade noch mit Tusche. Du stellst dich so ein bisschen an ihn heran, drehst dich so ein bisschen in seinen Rücken und... Was ist die Karte? Mit einem riesigen Stiefelabdruck darauf. Sag mal, Ömer, was macht ihr denn da mit der Karte? Ich zeichne die Teile, die noch nicht beschädigt sind, ab. Was für ein Kamel hat denn da drauf getreten? Das Ding lag draußen auf der Straße und Rafim ist da reingetreten. Seid froh, dass es überhaupt noch etwas gibt. Boy. Deswegen also, rette ich gerade, was zu retten ist und schreibe auf, was ich aufschreiben kann und an Zeichen sehe. Na gut, dann... was ich hier aufschreibe, aber erstmal wollte ich sichern, was noch zu sichern ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Karte durch das Wasser vielleicht so beschädigt wird, dass sie kaputt geht. Vor allem, ob sie dann noch funktioniert, so wie sie bisher funktioniert hat. Ja, ich kann da jetzt nicht weiter helfen, von daher durchsuche ich weiter den Raum, ob es noch irgendwie Sachen zu retten gibt. So spezifisch magische Werke, dass man die man rausschafft. Ja, wirst du sicherlich das ein oder andere Zauberbuch finden, in einer etwas älteren Auflage mit persönlichen Notizen, dann noch von... Der Kalle von Horsen-Rabenmund, also mächtige Antimagie, die da rumsteht und liegt, und die kannst du dann sicherlich dann auch retten. Vor dem Feuer bewahren, vor dem Wasser bewahren, was dann jetzt von draußen reinkommt, oder vor dem ganz generell jetzt Unwetter. Verschiedene Bücher dann aufstapeln und während ihr dabei seid, könnt dann auch erkennen, wie weitere Wachen wieder vor der Tür, aus der Tür herausgelaufen sind. Ab und zu lugt mal einen Kopf rein, fragt nach dem, was hier vorgegangen ist. Könnt dann aber auch wenig helfen, weil die Wachen dann natürlich so ein bisschen profan sind. Und dann könnt ihr sehen, wie Answin von Werheim hereinkommt. Oh, was ist denn hier passiert? Ein Angriff auf die Convocata Prima. Ist sie tot? Toxis. Ist sie tot? Nein, ich fürchte nur, diese Baubrat-Moskitos, die Toxis freiließ. Nun ja, sie haben ihren Geist getrübt. Ihre Erinnerung wurde geraubt. Sie sind also da.
Boxes. Achso, Ömer, ihr habt doch guten Kontakt zu den Tobriern, oder? Ja, ich kenne ein paar Leute, ja. Ich habe jetzt von Gerhalla Isenbrock gehört, dass es wohl seit ein paar Stunden einige Aufregung im Tobria-Viertel gibt. Es wurde, wie gesagt, der Informationskanal von Norden nach Süden abgeschnitten. Aber sie sagte, wie gesagt, dass es dort... Die Tobria sind wohl unzufrieden. Und das liegt nicht daran, dass die... Dass die Stadt abgeriegelt wird, sondern vor allem, dass sie jemanden vermissen. Ja. Das sollte ich euch nur ausrichten. Oder ich glaube, dass ich euch das jetzt natürlich auch nochmal dem Rat der Helden mitteilen, aber dadurch, dass es eure Leute irgendwie sind und ihr das mit anberaumt hattet, dachte ich mir, wäre sinnvoll, wenn ich euch das erzähle. Ja, ich kümmere mich darum. Isarun, darf ich diese Schreibarbeit an euch abgeben, damit ich mich um die Sache im Norden kümmern kann, der Stadt? Natürlich, gebt die Karte und soweit ihr bisher gekommen seid her. Ja, das Buch gehört Kiaras, nur damit ihr wisst, wem die vorigen Seiten alle gehören. Reicht keine Angst, ich werde nicht nachsehen und spionieren. Ich glaube, dass der Lehrer der Leidenschaft nichts zu verbergen hat, sondern einfach nur, dass es sein Buch ist, wollte ich damit ausdrücken. Rafim, wollt ihr mitkommen nach Norden? Oder wollt ihr hier in der Akademie bleiben? Ja, ich komme auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Ich schnapp mir mal so eine Wache. Los, holt einen Medikus. Schnell! Jawohl, ich werde sofort nach Elkana suchen lassen. Weiter los. Lässt sich die Erzmager bewegen oder ist sie steif? Nee, sie lässt sich bewegen. Also sie ist tatsächlich ziemlich beweglich, würdest du feststellen. Hat selber gerade gar keinen eigenen Anspruch, ihre Muskeln zu benutzen. Und sie bleibt dann aber auch nicht in der Position. Also wenn du sie jetzt aufrichten willst und... also sie ist gerade matschig, möchtest du meinen. Ich würde sie dann in so einem Polsterstuhl boxieren. Mhm. Und ja, probieren, dass sie da still sitzen bleibt. Vielleicht die Hand auf die Schulter legen. Gut. Wir sollten sie in die Schwert und Stab bringen. Wir sollten sie erstmal untersuchen lassen. Dieses Vielleicht Gebäude ist nicht sicher. Neonitenkloster ganz in der Nähe? Dieses Gebäude ist jedenfalls nicht sicher. Wir sollten sie hier rausbringen, ganz genauso wie alle anderen Sachen, die hier von irgendwelcher Natur sind, die uns gefährlich werden können oder dem Feind in die Hände fallen können. Meint ihr wirklich, dass eine Akademie besser gesichert ist als die andere? Ich weiß natürlich nicht genau über die Geheimnisse der Akademie der magischen Rüstung Bescheid. Ich weiß aber, dass wir Koshbasalt gesicherte Kammern unter der Schwert und Stab haben. Irgendwie bezweifle ich, dass sie noch einmal Ziel eines Angriffs wird. Ich denke auch, Tox hat seine Mission erfüllt. Sicher, gegenüber dieser Person ja. Aber hier sind noch unschätzbare Geheimnisse der Antimagie gelagert. Wollen wir das wirklich riskieren? Ich denke, wir sollten es der Akademie überlassen, ihre eigenen Werke zu sichern. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es gut aufnehmen würden, wenn... man Werke von derartiger Macht in andere Akademien überstellt. Papalapap, wir gehören der gleichen Gilde an. Wenn das wäre, ist nur ein temporärer Verbringung. Vielleicht sollten wir mit der Vizespektralität dieser Akademie sprechen. Gut, ruft sie. Ja. Passt inzwischen auf die Erzmarker auf. Ich bin sicher, sie läuft nicht weg. Nun, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ihr habt ein Auge auf sie. Ja, und wollt mich dann nach draußen begeben und rumschreien. Ja, ich stapel dann so lange die magischen Werke auf und gucke darauf, dass Prisha nicht wegläuft. Ja, wird sie nicht tun. Wer sagt ihr, ist da nochmal irgendwie, wen ich ansprechen soll? Fragt nochmal, also immer bevor man losläuft, jetzt hier dabei gerade anzünden von Werheim. Ich habe meine Informationen von Gerhalla Isenbrock, aber ich glaube nicht, dass sie selber weiß, was dort los ist. Wer ist denn diese Person, Gerhalla Isenbrock? Gerhalla Isenbrock, sie gehört der Geräter Kriminalkammer an. Sie sitzen, wie gesagt, direkt südlich vom Werheimer Tor.
Und im Norden hat sie dann mit der Stadtwache den Zugang versperrt zu Wallgraben hin. Und sie sagt mit ihren Informationen, ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Art Stadtwache, die ermittelt, so ein bisschen wie in der KGA, nur dass es auf die Stadt Gara begrenzt ist. Und sie sagt, dass die Tobria in Aufruhr sind. Sie weiß selber nicht genau, wieso. Irgendwer scheint dort wohl zu fehlen. Und ja. Ja, gut, dann gehen wir da hin. Und so würde ich mir auf hinpacken und Richtung Werheimer Tor marschieren. Doch, bin dabei. Gut, was macht Chaos? Ist Yasafa noch anwesend? Yasafa ist noch anwesend. Werter Effendi Erzmaus? Ja, was kann ich für euch tun? Ich nehme richtig an, dass es euer Elementar war, das wir gesehen haben, herausgestimmt. Ja, der Glutwolf, ein Djinn, mit dem ich seit einiger Zeit vertraut bin. Sehr gut, ich hoffe, ihm passiert nichts, wenn er so in die Stadt hinaus rennt. Es gibt eine Frage, die ich euch stellen wollte. Ja, immer heraus damit. In meiner Zeit in Kunthium habe ich viele magische Wunder betrachten können, vor allem auf der Sulman al-Nasori. Es ist meine Frage, ihr seid sicherlich sehr vertraut mit der Beschwörung von Djinn, nicht wahr? Nicht nur mit Djinn, sondern auch mit elementaren Dienern. Mir ist es aber auch möglich, mit dem einen oder anderen Meister Kontakt zu treten. Ein Meister, denke ich, muss es nicht sein. Mir ist der Gedanke gekommen, eventuell wäre es möglich, einen Djinn oder eine Djinni des Wassers zu beschwören und an einen Gegenstand, eine Rüstung, kurzfristig zu binden. Kurzfristig? Also die Bindung von Djinn in Gegenstände ist aufwendig. Ihr seid darüber informiert, dass ich einen fliegenden Teppich besitze? Solche Teppiche werden in langer Jahre Handarbeit über Generationen hinweg geknüpft von vielen Händen und ihre Matrizes dort eingewoben, magische Bindfäden, also es ist möglich, Djinne und auch Wasser-Djinne in Objekte zu binden, aber würdet ihr gerne in einer Hundehütte leben? Natürlich nicht, das war euer Teppich erst, der mich auf diesen Gedanken gebracht hat und ich wollte natürlich nichts Ewiges, nur eventuell ein zusätzlicher Schutz gegen die kommende Schlacht, gegen die kommenden Elemente und da Wasser eines der Elemente ist, das nicht beherrscht werden kann vom Feind, war es das Offensichtlichste. Ja, also würde sicherlich schon möglich sein, aber wie gesagt, die Frage an euch, ob ihr gerne in einer Hundehütte leben wollt, denn wenn ihr ein Objekt zur Verfügung stellt, was sich nicht eignet, dann wird man sehr ungehalten werden. Und jeder Djinn hat eine Persönlichkeit. Was würde sich eignen? Ja, also, es kommt natürlich darauf an. Ein großer Krug mit Wasser, der speziell gefertigt worden ist, vielleicht getöpfert wurde oder so, mit einigen Akkan, Glyphen und Symbolen darauf. So etwas wäre für einen Wasser-Djinn wohl erträglicher, als in ein Schwert gebunden zu werden. Natürlich. Doch ein Wasserkrug ist ein wenig unhandlich, fürchte ich. Wie sähe es aus mit vielleicht Edelsteinen, ein Saphir? Edelsteine sind natürlich möglich. Blau, Aquamarin. Wenn ihr einen möglichst großen, auch mit hoher Reinheitsgrad besitzt, dann wäre ein Edelstein durchaus möglich. Ihr solltet ihn allerdings danach als Geschenk oder so überlassen. Sie verzehren sich danach auf. Verstehe. Nun, ich denke nicht, dass das ein Problem wäre. Was ist schon ein wenig Geld dafür, all das hier zu überleben? Ich glaube auch so etwas wie ein Quenpetrol würde ebenso funktionieren. Ja, ganz generell, wasseraffine Edelsteine, die könnt ihr bei euch tragen. Verstehe. Ich werde versuchen, etwas aufzutreiben und dann noch einmal auf euch zutreten. Ja, ja.
Er blickt nochmal so ein bisschen zu dem Ohrensessel, den da Abel mir hingestellt hat, der gerade immer noch herumschreit und nach irgendwem sucht. Ich möchte Isaro noch etwas tun. Dann haben Rafim und Ömer mittlerweile die Nordstadt betreten und stehen dann vor dem Werheimer Tor. Das ist großteilig geschlossen. Es gibt noch eine kleine Ein-Mann-Pforte, durch die man dann gehen könnte, vor der gerade zwei, drei Wachen stehen und ja, euch ansehen. Ritter Ömer und Ritter Rafim wollen ganz gerne die Stadt verlassen für einen kurzen Besuch nach Wallgraben. Für einen kurzen Besuch? Ja, raus könnt ihr natürlich, das ist kein Problem, aber ich habe Anweisungen, dass ich keinen mehr reinlassen darf. Wir wollen zum Heldenrat. Ah, okay, hat man da sowas wie einen Ausweis? Rafim, was soll ich sagen? Ich habe keinen gekriegt, aber wenn ihr einen habt, nehme ich den. Ja, ich habe auch, wie gesagt, keinen, aber... Ja, Moment, dann gebe ich euch kurz nochmal einen Stempel und dann könnt ihr... Wo ist denn die Garretta Kriminalkammer? Die müsst ihr irgendwie... Ich denke mal, die werden schon wissen, dass wir dazugehören. Das ist das Gebäude da drüben, mein Herr. Ja, dann mal kurz dahin gehen, Rafim, erklären wir das so nicht, dass hier irgendwelche Komplikationen sind mit dem Reinkommen wieder. Ja, gut. Sonst fliegen wir halt wieder rein. Ja, aber es könnte auch Komplikationen geben. Geht man zur Tür der Kriminalkammer. Ja, da könnt ihr euch dann auch kurz durchfragen und steht dann vor der amtierenden Hauptfrau, die mit einem ja, Symbol des Nandus hier dann auch vor euch sitzt. Hat da so eine ja, Nandus-gefällige Robe, also einen umgedrehten Fexkopf, also ein umgedrehtes Dreieck, was dann euch mit etwas mehr Wissen über die Götter zugänglich wäre. Nickt euch zu, dreht gerade nochmal so ein bisschen ihren Zigarillo, den sie da wohl gerade in der Hand hat und boostet die Luft so ein bisschen aus durchs Fenster. Ja, was kann ich für euch tun? Die Töten große Ritter Ömer und Ritter Rafim vom Heldenrat. Wir würden uns ganz gerne der Sache annehmen im Turbo der Pferde. Wir wurden uns gerade geschickt. Ja, ich habe Answin schon gesagt, dass ich das ein bisschen merkwürdig finde. Haben sich, wie gesagt... Normalerweise hämmern sie den ganzen Tag gegen die Tore und werfen mit Rinderscheiß und sowas dagegen. Aber das haben sie jetzt seit einigen Stunden eingestellt und dann habe ich ein paar Stadtwachen rübergeschickt und sie sagen wohl, dass sie jetzt den Kontakt abgebrochen haben. Dass sie sich jetzt zurückgezogen haben zum Viehmarkt. Genau, ich will dem ganz gerne auf den Grund gehen, nicht, dass wir jetzt hier noch mehr Probleme kriegen, als wir sowieso schon haben. Ja, ich kann euch ein Schreiben aufstellen. Sie nimmt ein Papier, Pergament, kriegelt da ein bisschen was drauf und haut dann einen dicken Stempel drauf und rollt euch das dann ein, siegelt das nochmal und gebt euch das dann in die Hand. Pustet vorher nochmal ein bisschen drauf. So, damit kommt ihr auf alle Fälle dann beim Betreten der Stadt wieder rein, klopft einfach an der Ein-Mann-Tür und zeigt das dann vor. Kann sein, dass die ein bisschen unhöflich sind, euch abweisen, dann seid einfach ein bisschen gröber mit den Jungs. Dankeschön. Grüßchen. Viel Spaß da drüben. Ja. Viel Erfolg. Ja, ich lege erstmal meinen Schlagring an. Und dann wieder zurück zum Tor. Ja, und zurück zum Tor. Ja, könnte natürlich auch durchgelassen werden. Das rauskommt, ist nicht so das Problem. Und dann kannst du in Richtung des Viehmarktes gehen. Da, wo du jetzt deinen mittlerweile eigenen Stand hast. Und du siehst da auch eine ganze Menge an ja, Menschen. Eine große Traube, die hier steht. Und wohl... Ja, unter anderem wird dann hier auch gerade gepredigt über einen der 8 Märtyrer. Das ist wohl aber nicht der Grund, warum sie jetzt hier gerade stehen. Ihr könnt euch dann so ein bisschen weiter umhören und werdet dann herausfinden, dass wohl jemand fehlt. Marek, ein Rittmeister, so ist wohl sein Titel, von Beruf Schlachter, aber alle wissen, dass er eigentlich der Geldeintreiber ist. Und der ist jetzt wohl, ja, fehlend. Hat dann leicht außerhalb von Gareth, so ein bisschen im Norden, hat er dann seine eigene Hütte. Und die ist wohl ein bisschen größer. Normalerweise treibt er dann von den Bauern des Abends, treibt er das Geld ein. Also geht dann so ein bisschen außerhalb in Richtung Garethien und Kronling und so. Und
der fehlt jetzt wohl, was normalerweise ungewöhnlich ist. Vor seinem Haus, vor seinem Gebäude hat man Schwefelgeruch wahrgenommen und das war so ein bisschen in Dunkelheit gehüllt. Hat man sich nicht ganz reingetraut und jetzt ist gerade die Gerüchteküche am Werken. Man schaut mal nach, wer da jetzt hier so eine Art vielleicht Redelsführer ist oder wer zumindest jetzt hier irgendwie einer ist, der anscheinend am meisten darüber weiß. Also hin. Hey du. Ja, immer. Schön, dass du hier bist. Was gehört das für dich drin? Raffi und ich wollen uns mal das Haus angucken. Wo ist das? Wir wollen uns mal das Haus. Wir wollen uns mal angucken und gucken, ob Schwefelgeruch, man weiß ja nie, ob hier nicht irgendwelche dämonischen Dinge am Werk sind. Wir wollen uns mal angucken und die Sache klären. Ja, wir haben auch schon überlegt, ob wir mit Efernia sprechen. Die kennst du ja auch. Und sie sagte, naja, sie hätte überlegt, ob wir da mal ein paar Aufenbüscher hinschicken. Mal nach dem Rechten gucken, aber sie sagt, das ist unheimlich. So mit Dämonenzeug sollen wir nichts zu tun haben. Ja. Sind 2 Meilen im Norden, einfach die Straße hoch. Und wenn du dann neben der Scheune vom dicken Fred stehst, da musst du dann nach links abbiegen. Also in Richtung Westen. Da wohnt der Rittmeister. Ja. Grafim, wollen wir uns die anderen holen? Schwefelgeruch könnte ja. Hat irgendjemand irgendwas gesehen, wie ich jetzt hier, was da so in dem Haus war? Oder hat man nur Schwefel gerochen? Ja, so einen Greifen haben wir gesehen. Der ist da wohl hinten. Also das hat wohl. Aber wer werden das gesagt? Ich glaube, die Myria hatte das gesagt. Myria hatte gesagt, sie hat da wohl irgendwie einen Greifen gesehen. Greifen? Ein Greifen. Ja, also ja, so ein... Du hast ja einen neuen Greifen in der Stadt. So einen dunklen. Wie so ein schwarz gefärbt. Ja, genau. Mit so einem rot leuchtenden Bauch. Sie sagte wohl irgendwas mit Glut und so, aber... Wie wir uns jetzt Verstärkung, das ist ein Irrhalk. Das ist ein echter Dämon. Das ist ein Gefallener. Haltet euch davon raus. Sagt ihr, niemand soll da hingehen. Behaltet die Köpfe zusammen. Packt euch eure Knüppel. Wir holen jetzt Verstärkung. Das ist ein echter Dämon. Das ist ein gefallener Greif. Lasst die Finger davon. Also ist das doch kein Aberglaube von der Myria? Das ist kein Aberglaube. Das ist ein Irrhalt, wovon ihr redet. Und Irrhalten sind gefallene Greifen, die dem Herren der Rache zu eigen wurden und den Herrn Praios verraten haben und deswegen jetzt die Knechtschaften der Dämonenriege antreten. Wie gesagt, haltet euch da raus. Wir holen jetzt eine echte Verstärkung. Ihr seid ja... Gut, das würde ich haben, immer. Ja, wir holen jetzt erstmal ordentliche Verstärkung, die da hingeht. Weißt du, für sowas sind mal die Bandstrahler ganz gut. Die können dann mal die Finger von den armen Bürgern lassen und mal ernsthaft die Hand wegmachen. Wir holen die mal. Welche Bandstrahler? Keine Ahnung, lass uns jetzt losgehen. Die machen sonst immer nur Unfug, die Typen, ich wollte die mal erwähnen. Ach so, ja, okay. Wie gesagt, ja, halt eure Kinder fallen davon fern und neugierige Nasen und wir kümmern uns darum. Ja, da will immer jetzt erstmal wieder Richtung Südtor, die anderen sollten es erfahren. Ja, am Wehrmann-Tor werdet ihr direkt angeschrien und ein paar helle Baden, die dann durch das Einmann-Tor euch entgegenlupen, könnt dann das Schreiben vorzeigen und mit bösen Blicken wieder eingelassen werden. Immer tritt gegen die Tür, brüllt dann entgegen. Seid ihr blöd, jetzt mach endlich die Scheißtür auf! Ja, wir haben euch nicht erkannt in der Dunkelheit, es regnet und ihr seht so an, dass... Verzeiht. Ach Junge, jetzt mach einfach hier mal ein bisschen Platz. Meine Fresse, ey. Ja, könnte wie gesagt wieder eingelassen werden und steht im Rahmen von Gerhalla. Ja, man will jetzt noch zu Gerhalla gehen, will er sozusagen noch hier freundlicherweise über unser Schreiben gegeben hat, einmal kurz Bericht erstatten. So, Gerhalla, wir haben Berichte von dem Irrhalken da oben. Gerhalla, für euch Frau Isenburg. Alles klar. Ein echter Dämonen, Irrhalken, gefallener Greif. Gefallener Greif? Ja, wir werden jetzt erstmal sozusagen ein paar Alarmglocken wecken gehen und ein bisschen Verstärkung holen, denn das ist ein echter Dämon. Und ich wollte gerade sagen, das ist nichts für die Stadtwache. Nein, genau. Ich wollte euch nur sagen, dass die Stadtwache sich erstmal davon fernhalten soll. Ich habe den Leuten gesagt, sie sollen sich auch davon fernhalten. Ja. Das ist auf jeden Fall das, was der Heldenrat wissen muss, denn das könnten die ersten Ankündigungen sein der schlimmen Dinge, die passieren. Gut, danke. Wir versperren wieder das Tor und sind besonders gründlich. Gut. Wir werden nach Paktmalen untersuchen. Ja, vor allen Dingen untersucht auch, schaut auch in den Himmel. Vielleicht sieht man das Biest hier irgendwo rumkreisen in der Nähe. Es zeichnet sich aus. Abends kann man es ganz gut erkennen durch einen rot leuchtenden Bauch. Gute Idee, danke. Gut. Ja, und dann will man ganz gerne natürlich weiter erstmal zur Magierakademie hoffen, dass die anderen noch da sind.